So, hoffentlich werden wir heute mit Torgast fertig, weil ich muss in spätestens einer halben Stunde weg meine Frau anholen. Also, wir sind immer noch in Torgast, Ebene 4. Jetzt kommen wir zur Ebene 5. Hoffentlich finden wir noch so einen Händler. So, aber bisher hat es recht gut geklappt mit Torgast. Stundgebundener Blablabla-Posten. Okay. Also ich befürchte, also hier können wir nicht durch. Machen. Ja, ich habe keine Ahnung, was das bewirkt. So, hier drüben. Wow, 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 wow. Übergroße Schlundratte. Ah, die kommen auch irgendwann wieder. Okay. Ja, das Blöde ist, dass wir halt die ganzen Boni, die wir jetzt freigeschaltet haben, verlieren, sobald wir Torgas wieder verlassen. Das mitkommen. Keine Ahnung, was es hier gibt, wenn ich mich jetzt hier drauf stelle. Okay. Wir haben jetzt schon 15% mehr Intelligenz. Wir gehen mal hier lang. Gucken, was hier hinten ist. Ja, man muss halt auch immer gucken, ob da irgendwo so eine Guillotine kommen kann. So, geht's da hinten weiter. Hier. Nee. Doch, kann. Kann kommen. Okay, so. Abklingzeit vom Verblassen. Schlundratte. Haltet ihr auch schön eure Rituale ab? Danke, Schlundgänger. Was Ich suche mein Bonusziel Kriegsschwert. hilft, ist ein Es ist Kriegsschwert irgendwo in zurückzukommen. der Nähe. Ich spüre es. Mal gucken, wird's auf. Nee, es wird nicht auf der Karte angezeigt. Hier wird wahrscheinlich gleich. Uah! Bitte was? Alle 3 Sekunden körperlicher Schaden. Also bloß nicht von den Dingern treffen lassen.
Ziel. Okay. Der Blutungseffekt ist auch vorbei. So. Was passiert eigentlich, wenn ich mich hier drauf stelle? Nix. Ich würde sagen, da ist ein Schwert. Was kriegen wir eigentlich dafür? Ich muss näher ran. Recht jetzt. Ach komm, fallt um. So, der ist auch platt. Die Schlundratte stirbt auch jetzt. Hier ist dein Schwert, mein Freund. Na also. Danke für eure Hilfe. Ich komme ab jetzt allein zurecht. Das ist schön. Eure Zauber und Angriffe haben eine Chance, eure Vielseitigkeit für 15 Sekunden um 35% zu erhöhen. Gewährt 10 Sehnenrückstände. Da wären wir dann hier auf 6 und... Ne, ich will das hier. So, da drüben ist noch ein Gefangener. Bitte nehmt meinen... Oh, Scheiße, ich hab's vergessen. Eieiei. Ich hab's vergessen. Man muss eigentlich immer nur auf den Boden gucken. Weil auf dem Boden ist ja so gesehen eingezeichnet, ob da was kommt oder nicht. Hier kommt wieder was. Gehen wir nochmal darüber. Gucken, was es da gibt. Ja, wir sind natürlich direkt in die falsche Richtung gelaufen. Okay. Zack, 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 zack. Ah. Du willst sterben? Stirb. Mich würde halt mal interessieren, was es mit diesen Dingern hier auf sich hat. Ihr könnt sehen, welche Gegner geplünderte Anima tragen. Wenn ihr... Okay, nehmen wir das hier. Das haben wir ausgemacht mit dem Schalter. Okay. Ja, wäre halt gut, wenn es hier einen Schalter geben wird, dass man hier einfach durch kann. Aber gibt es leider nicht. So, hier kommt wieder eins. Also ich sag mal, wenn es so einfach geht, erreichen wir ohne Probleme eben 8. Und kriegen da dieses... Wie heißt's? Dieses Reittier für den Schlund. Ja, mach du nur. Ich bewege mich nicht. So, Leben mitnehmen.
Was können wir hier auswählen? 20% eures sämtlichen erlittenen Schadens wird in Katar-Stift gespeichert. Der Initialschaden eures nächsten Einsatzes von Läuterung des Bösen fügt eurem Ziel den gespeicherten Schaden zu. Wie sieht Läuterung des Bösen aus? Wo ist denn Läuterung des Bösen? L. Hier. Ach so, hier. Okay. Solltet ihr dieses Talent bereits besitzen, haben wir Züchtigung? Nein, hier. Züchtigung. Haben wir hier. Nö, braucht man nicht unbedingt. Wir nehmen das hier. Und kommen zu Ebene 6. Arkobahnhalle Ebene 6. So. Erstmal umgucken. Das ist verdächtig ruhig hier. Oh, da ist der Verkäufer. Kann ich euch mit meinen Waren in Versuchung bringen? Ja, bring mich in Versuchung. Aber erlöse mich von dem Bösen. So, deckt eine geplünderte Animalzelle auf, sodass ihr und eure Verbündeten einen zusätzlichen Bonus auswählen könnt. Erhöht die Anzahl der verfügbaren Tote für eure Gruppe in Torghast. Verjüngende entzogene Essenz. Mana-Zaubertrank. Erhöht den kritischen Schaden und die kritische Heilung um 6%. Wenn ihr... Okay. Wir nehmen einmal das. Wir nehmen einmal das. Wie viel haben wir noch? 376. Wir nehmen das hier. Und wir nehmen das hier. Können wir nicht mehr? Wir haben nicht mehr genug. Egal. Bis zur nächsten Transaktion. Also der Schaden, den wir jetzt machen, der müsste eigentlich reichen. Kommt da noch jemand dazu oder? Echt jetzt? Weg. Nein. Oh. Stand er jetzt billiger oder bulliger Ansturm? Und wieder nicht rechtzeitig weggekommen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Der vergessene Schlüssel. Ich habe von zu Hause geträumt und erwache wieder in dieser Hölle. Gefängnis der Vergessenen. Bringt das Objekt zu Venari. Okay. Bane gerettet. Champion, ich habe euch fliehen sehen, bevor wir erneut gefangen wurden. Könnt ihr uns zur Flucht verhelfen? Das weiß ich nicht. Kehrt mit Bane zu Hochlord Bolvar Vordragon in Oribos zurück. Also er geht auch hier rein. Oh,
euren Durchlauf beenden und Torgas verlassen. Ja. So, und wo müssen wir jetzt hin? Oribos. Skoldushallen. Seenschmieden. Ausgang von Torgast. Da ist eine Kiste, da hinten ist ein Fragezeichen. Herrschaftsschloss. Wie ich sehe, was haben wir denn da? Ich hab nichts. Also wir haben das Ganze für null Belohnung gemacht. Auch geil. So. Ich bin zurück. Jetzt zurück nach. Sprech mit Venari. Hallo. Wollt ihr handeln oder euren Atem verschwenden? Ja, nachdem ihr euren Freund nach Oribos gebracht habt, kommt zu mir zurück, sobald er in Sicherheit ist. Ich werde euch okay. Nicht Also, wir müssen jetzt zuerst nach Oribos. Der Portalstein. Hoffentlich kann ich ihn dank eurer Anwesenheit auch benutzen. Das ich ist kein dicht Problem. Bei euch. Möge die Erdenmutter uns führen. Ja, komm. So, ab nach Oribos. Es hat funktioniert. Was für ein beeindruckender Ort. Ja. Siehst du mal, zu was ich alles gut bin, ne? So, bitteschön. Und wir bekommen einen schönen Hals. Okay. Diese Quest nehmen wir morgen an. Wir ziehen jetzt erst nochmal hier den Hals an. Und dann gucken wir nochmal, was hier drin ist. Gedankenverschlinger. Okay. Tribut der Ehrgeizigen, Schmerztransformation. Okay. Hatten wir noch irgendwas zum Öffnen? Nee, sieht nicht so aus. Das. Nein. Die sind verschlossen. Die können wir nicht öffnen. Gut, wir machen dann morgen weiter. Ich muss mir erstmal überlegen, ob ich vielleicht in der Zwischenzeit mal das ganze Zeug offscreen entzauber oder ob wir das zusammen machen. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.